Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Kennt ihr diese Frau, die ihr hier vor euch seht, wieder? Ja, es ist unsere Gerda, quasi back to the roots, denn ich habe jetzt wieder blonde Haare verpasst. Ich dachte mir, wenn ich sowieso schon in Kanarok bin, um wieder mal ein bisschen Zeug abzulegen und so, dann könnte ich sie ja direkt auch mal wieder vor den Spiegel schicken. Und dadurch, dass sie ja jetzt eine neue Rüstung mit sich trägt, war das auch längst überfällig. Ich liebe ihr neues Design, aber ich bin ja jedes Mal mal total aus dem Häuschen, wenn, wenn ich irgendwas bei ihr ändern kann. Und ich finde das irgendwie cool, auch wenn das wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack treffen wird, aber so viele Möglichkeiten hat man hier auch nicht. Ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt ein deutlich stimmigeres Bild als vorher und sie gefällt mir tausendmal besser. Und ja, für diesen Part habe ich mir jetzt einiges vorgenommen. Ich möchte zuallererst mit euch zusammen mal gucken, ob wir die Spinnen jetzt finden, denn ich habe zwischenzeitlich tatsächlich das Spiel mal pausiert und eigentlich müssten jetzt alle respawned sein und damit müssten wir dann auch diese Mission dann irgendwie abgeschlossen kriegen. Ich finde die so cool. Ich freue mich voll auf die nächsten Gespräche und so, weil da sieht man das immer ein bisschen besser, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Leute, ich habe irgendwann vor ein paar Parts mal einen Hinweis bekommen, dass ich irgendein Skill- oder Talentebuch irgendwie nicht gelesen habe und ich habe keins mehr in meiner Truhe gehabt. Ich habe jetzt vor dieser Aufnahme mal nachgesehen und bin nicht fündig geworden. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier nichts? Okay. Ah, da. Okay, alles klar. Sehr gut. Meine Güte, dann kann ich nach so langer Zeit endlich dieses olle Thema hier auch mal abschließen. Ich glaube, das müsste nämlich hier schon reichen, was ich mitnehmen kann. Spinnenstacheln. Aber eine dritte haben wir ja da hinten noch. Das müsste dann auch unsere Nummer 8 sein. Und dann kann ich da endlich das abgeben und muss mich nicht mehr weiter mit den Spinnen auseinandersetzen. Ja, ihr hört vielleicht an meiner etwas angeschlagenen Stimme, dass ihr wieder mal die ersten Leute seid, mit denen ich heute kommuniziere. Ich habe halt noch niemand anderem irgendwie ein Wort gewechselt oder so, weil ich das direkt nach dem Aufstehen aufnehme. Das klingt vielleicht immer so ein bisschen fertig und mitgenommen und hast du nicht gesehen, aber ich mag das immer voll gerne. Wenn ich weiß, ich werde morgens wach und habe theoretisch die Zeit, direkt aufzunehmen und kann da voll entspannt rein und so. Und das macht mich jedes Mal total happy, auch wenn ich klinge, als ob ich den ganzen Tag vorher mal gesoffen hätte. Das ist aber nicht der Fall gewesen, keine Sorge. Ich würde daraus keinen Hehl machen, wenn es anders wäre, aber nein, ich habe nichts zu verbergen. Alles gut, ich habe einfach nur relativ lange geschlafen und bin, ja, zumindest was das Schlafpensum angeht, total erholt. So, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich die Mission hatte. Das war, glaube ich, in der Burg, kann das sein? Muss mal kurz hier nochmal durchgucken. Irgendwo müsste man das ja hier, Belohnung einfordern, genau. Genau, das war eine Eisenhakfeste, so hieß das Ding. Sag ich doch. Wusste ich doch. Ja, ich spiele übrigens immer noch auf schwer. Daran hat sich also erstmal nichts geändert. Und ich habe bei Kingdoms of Amalur auch überlegt, genauso wie bei Final Fantasy und Eternal Sonata, auch ein bisschen was an den Einstellungen zu ändern. Wer die anderen Projekte auch mitverfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich in anderen Spielen aktuell so ein bisschen mit den Sättigungs-, Kontrast- und Farbwerten rumspiele, weil ich das Gefühl habe, dass meine Videos relativ blass rüberkommen, aber nachdem ihr mir ein deutlich negatives Feedback dargelassen habt, sowohl für Final Fantasy 9 als auch für Eternal Sonata, dachte ich mir, ich werde für Kingdoms of Amalur jetzt nicht rumexperimentieren. Stehe dafür aber jederzeit zur Verfügung. Also wenn ihr sagt, euch wäre irgendwie was anderes lieber, dann nur zu. Dann kann man das mal testweise für ein, zwei Parts mal probieren. Bei all dem Sand in der Luft und den ganzen alten Sachen, die hier rumliegen, kann man diesen Ort ja niemals sauber kriegen. Ja, das ist Gott sei Dank nicht mein Problem, ne? Efür? Ich gebe zu, dass es gut ist, einen Meisterschmied hier zu haben, auch wenn er für meinen Geschmack ein wenig hochmütig ist. Ach, Efür ist der den Typen, den wir hierher geholt haben, kann das sein? Der, weil ja, zu dem passt die Beschreibung auf jeden Fall, dass er eingebildet ist. Gavroch? Er stand einfach da, mit einem Lächeln im Gesicht, während Efür wegen seiner miserablen Arbeit vor sich hin tobte. Ich schätze, er ist einfach nur glücklich, wieder einen Meister zu haben.
Das glaube ich auch. Und ich hatte beim letzten Mal ja noch so gehofft, dass Efür wenigstens ein bisschen nett ist zu dem kleinen Gavroch, aber scheint nicht der Fall zu sein, aber trotzdem ist er glücklich und darauf kommt's an, Vorräte. Alles, was ihr braucht, findet ihr in der Schmiede. Für die meisten Sachen ist Heki zuständig. Gavroch übernimmt die Reparaturen und jetzt haben wir noch Efür als Waffenschmied. Ja, bestens ausgestattet, würde ich mal sagen. Ich finde es voll doof, dass gerade die Kamera nicht auf Gerdas Gesicht schwenkt. Warum bekommen wir jetzt nur die andere hier zu sehen, verstehe ich nicht. Ich habe die Spinnenstacheln. Ah, wegen der Jotun und Kobolde hatten wir einfach nicht die Zeit, sie auszuräuchern. Das war gute Arbeit. Okay, bisschen Geld bekommen wir. Ihr bezahlt für Aufträge? Wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass ein offener Auftrag erledigt wurde, dann mache ich das, ja. Verstehe ich eh nicht, warum Gerda das gerade nachfragt. Ich meine... Kriegsgeweihte. Ich glaube, sie hatte das eigentlich, als wir sie hier kennengelernt haben und als wir den Ort erstmals betreten haben, hatte sie uns das ja schon gesagt, so. Aber, ja, okay. Doppelt hält wahrscheinlich besser oder so. Ich glaube zudem, dass wir auch noch die ein oder andere Mission außerhalb von die Türe offen haben. Ich bin nur ehrlich gesagt gar nicht im Bilde darüber, wo wir dafür hin müssten. Deswegen werde ich jetzt erstmal meine Erkundungstour fortsetzen. Und ich habe auch überlegt, weil ich habe den Tipp zur Kenntnis genommen in den Kommentaren, dass ich, bevor ich Adessa betrete, erstmal Rathia abschließen sollte. Und theoretisch ist mir das egal, ob ich erstmal das eine oder das andere mache. Aber ich will erstmal alles andere in die Türe erledigen und werde dann vorher zu Rathia gehen. Ja, machen wir das so. Ja, also ich für mich persönlich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht verstehen, warum das jetzt irgendwie mehr Sinn ergeben soll, aber vielleicht sind da irgendwie diverse Quests, wo das schlüssiger ist oder so, keine Ahnung. Aber das wird wahrscheinlich sowieso noch nicht Relevanz haben hier für diese Folge. Denn wir haben jetzt hier erstmal ein komplett neues Gebiet zu erkunden. Wie hieß das? Apotüre? Apotüre, ne? Ja, ich glaube, das war Apotüre, oder? Ja, Apotüre, genau. Die Apotheke ist hier immer so meine Eselsbrücke gewesen. Und hier sind wir aber im letzten Mal abgestiegen. Und hier möchte ich jetzt aber noch gar nicht hin, denn hier können wir uns hin teleportieren. Ich bin eigentlich immer so eher der Typ, der nach rechts rum erkundet. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl dabei, jetzt links rum zu gehen, aber das wäre jetzt irgendwie albern, den ganzen Weg nochmal zurückzulatschen. Ja, Leben am Limit, ja. Gehen wir jetzt mal voll von meinen Gewohnheiten weg. So, und jetzt wieder ein bisschen Konzentration, denn ich spiele auf schwer, ne? Das wollen wir ja nicht vergessen. Ich habe nichts geändert. Und, okay, das sind nur Ratten, aber zahlreich viele Ratten. Aua. Schon wieder ein Bomben-Timing, wie man sehen kann. Jawohl. Diesmal hat es funktioniert. Aber vor den Gegnern brauche ich mich auch nicht so zu fürchten. Ja, wenn die natürlich alle gleichzeitig an mir nagen, können die unbequem werden, aber mehr auch nicht. Jawohl. Sehr schön. Voll das Rattendorf hier. Mit ganz schön vielen Kisten, wie ich gerade so sehe. Wahrscheinlich ja alles innerhalb dieser komischen Hütte. Was ist da? Okay, wir fangen jetzt hier mal brav hier auf der Seite an. Na gut, ich habe übrigens diesmal auch die Prismär-Dietriche. Ich hatte das, glaube ich, die letzten Male auch schon so ein bisschen angedeutet. Die habe ich diesmal nicht verkauft. Denn ich hoffe, dass wir bei den Dungeons oder in den Dungeons, in den Höhlen, wie auch immer, die ein oder andere Minute einsparen können, indem ich die dann zum Einsatz bringe. Rüttelnder Stab. Schlechter als unsere Rita. Kommt direkt in den Plunder. Ich glaube, den Zornesschlitz hätte ich jetzt auch nicht mitnehmen können, müssen. Ich frage mich gerade, ob ich nicht doch irgendwie anfange zu kränkeln, weil ich bin gestern Abend nicht unterwegs gewesen. Da hatten wir wieder unseren Berliner Let's Player Stammtreff und das machen wir immer einmal im Monat. Aber ich habe keinen Alkohol oder sowas getrunken. Ich bin nur relativ spät zu Hause gewesen und ja, es war cool. Also wer mir auf Instagram folgt, ja, ich weiß, voll die billige, primitive Schleichwerbung und so, der wird aber von dem einen oder anderen Abend dort auch ein Bild zu Gesicht bekommen. Und wer sich fragt, mit welchen zwielichtigen Gestalten hat die Frau zu tun, wenn die vom LP-Stammtreff in Berlin spricht, dann könnt ihr euch das da live und in Farbe angucken. Wobei das letzte Bild, was ich von dem Treffen hochgeladen habe, das war, glaube ich, irgendwie
schwarz-weiß. Deswegen stimmt das mit der Farbe nicht so ganz zu 100%, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich mag Instagram immer noch nicht so gerne. Ich mag das irgendwie, ich bin, weiß nicht, ich bin irgendwie mehr der Schreiber als der Selbstdarsteller. Kann man das so sagen? Ich meine, wenn man irgendwas schreibt, ist das ja auch irgendwie in gewisser Form noch Selbstdarstellung, aber ich fühle mich halt wohler. Ich bin auch kein passionierter Fotograf oder so. Ich drücke mich lieber in Worten aus. Deswegen bin ich auch nicht so der Freund von Facecams. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich in den normalen Let's Plays niemals irgendwie meine Visage zu Gesicht bekommen. Ich verstehe es halt einfach nicht. So, ich nehme jetzt hier Autoversuch. Hat nicht funktioniert. Nochmal. Ich will keinen Fluch des Mana-Entzugs haben, aber aktuell sehe ich das auch nicht, also dass das irgendwie runtergeht. Geht das denn runter? Nee, ich glaube, ich habe so viele Boni auf Plus-Regeneration und hast du nicht gesehen, dass man das jetzt gerade gar nicht merkt. Ich will trotzdem gucken, auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen wieder so ein bisschen Grund zum Hardcore-Facepalm ist, aber ich will mal hier kurz schauen, ob das hier irgendwie funktioniert. Ach, das wird ja auch verbraucht. Das habe ich vergessen. Das vergesse ich jedes Mal, weil ich denke mir dann immer, wenn du das nimmst, dann ist das nicht schlimm, wenn das jetzt irgendwie falsch ist. Und ja, das ist mir leider zu spät aufgefallen. Egal, müssen wir durch. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich diese Dinger überhaupt habe. Habe ich die irgendwo mal irgendwo eingekauft? Ich glaube ja, oder? So, was haben wir hier? Eine Sackgasse. An Apotüre finde ich echt cool, dass wir hier nur einen Zugang haben und da. Das ist irgendwie so ein bisschen übersichtlicher. Auch wenn das hier so im Innenbereich doch ein bisschen kompliziert ist. Aber nur ein bisschen. Kennen wir die schon? Muss ich Angst vor denen haben? Ich muss jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich damit rechnen, dass sich mein Mana langsamer befüllt, oder? Zunga-Schacht. Wow, wir haben hier auf jeden Fall einige Schächte. Bin gespannt. Ich hoffe, das sieht nicht alles komplett gleich aus, was wir dann irgendwie in dieser oder in der nächsten Folge nach und nach abgrasen werden. Das wäre irgendwie nicht so cool. So, hier ist schon wieder ein Wissensstein, der Meinung ist, sich verstecken zu müssen. Und hier ist gar nichts. Können uns hier nicht mal zum Schlafen hinlegen. Dabei finde ich die Ecke eigentlich ganz angenehm, weil wir hier voll unbeobachtet irgendwie ein Nickerchen machen könnten. Aber egal, Gerda ist ja ausgeschlafen. Apotyrestein. Der Vogel wandte sich zum Gehen, doch wieder hielt die Klapperschlange ihn auf. Verzeih, dass ich dich erneut belästige, Wegekuckuck. Doch dein Muster ist so wunderschön und meine Schuppen sind so trist. Kannst du mir ein Muster wie das deine bringen? Ich werde mit meinen Füßen auf deinem Rücken malen, sagte der Wegekuckuck. Deswegen ist die Klapperschlange mit Diamanten verziert. Irgendwie finde ich das cool, das hat so voll Fabelcharakter. Das ist doch eine Fabel, oder? Ich glaube, die Definition von Fabel war doch irgendwie, wenn Tiere vermenschlicht werden und miteinander sprechen und so. Gefällt mir. Erstmal was anderes zu den ganzen verhältnismäßig trockenen Wissenssteinen, die wir zuletzt hatten und so. Was? Plünderer Fulcrum? Was ist denn ein Fulcrum? So, das hier kommt erstmal ein Plunder. Die ganzen Tränke verwende ich sowieso nie. Ich bin ja schon froh, wenn ich auch nur im Ansatz irgendwie dran denke, dass ich mal so einen Erfahrungstrank im Kampf mal nehmen sollte oder so ein Verteidigungsdings. Aber inzwischen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen aufmerksamer. Auch weil es ja diesmal inzwischen um mein Überleben geht, ne? Und ich ja aufpassen muss, dass ich irgendwie bei den schwierigen Kämpfen halbwegs unbehelligt auch wieder rauskomme. Ja, aber das Thema Facecam, ja. Ich weiß, dass das voll im Trend ist und dass man heutzutage als YouTuber das irgendwie machen muss, damit sich Leute mit dir identifizieren können und dir Leute in deine Visage gucken können, während du irgendwie laberst und sprichst. Und das fordert dann viele Let's Player auch immer dazu auf, habe ich so das Gefühl, oder viele sehen sich dann auch immer verpflichtet, besonders zu übertreiben, was Gesichtsmimik und Ausdruck angeht. Und also für mich ist das echt auf vielen Kanälen ziemlich mit Fremdschämen behaftet. Also wenn ich mir dann so Leute angucke, die permanent während sie spielen irgendwie Grimassen schneiden und in die Kamera gucken und versuchen irgendwie auf Teufel komm raus witzig zu sein und darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Let's Play schon mal erwähnt hatte, aber
Ich habe generell kaum Gesichtsausdruck, wenn ich irgendwie kommuniziere oder so. Also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch, aber man sieht mir das in der Regel nicht so an. Also nicht, wenn ich Let's Plays aufnehme, glaube ich zumindest. Also ich glaube, so spannend wäre das nicht. Und ja, wem es am Herzen liegt, Spiele wirklich in den Vordergrund zu stellen und das aus Liebe zum Spiel zu machen und jetzt nicht so selbstdarstellerisch veranlagt ist, der kann, denke ich mal, gut und gerne drauf verzichten. Also muss natürlich jeder für sich selbst wissen, aber ich kann mich irgendwie mit dem Thema nicht so wirklich anfreunden. So, hier haben wir eine durstige Hure. Interessant. Haus des Bürgermeisters, Bürgermeister Villa. Scheint so ein kleines Dorf zu sein. Ich glaube, da sollten wir dann zum Schluss hin, weil das könnte relativ spannend werden. Ich mag das immer total gerne, wenn du so kleine Stützpunkte hast, nenne ich es mal. Und die Leute dir dann so ein bisschen was an Aufgaben mitgeben und ein bisschen was über das Gebiet erzählen und so. Aber soll ich da jetzt schon rein? Ich bin so hin und her gerissen. Ich hoffe mal, das wird die einzige Ecke hier bleiben, weil dann wird es ansonsten wirklich unübersichtlich. Weil hier über die Brücke haben wir auch nochmal einen Auftraggeber. Oder steht der schon hier davor? Nee. Wie laufe ich denn jetzt am besten? Ich habe jetzt vor den verkrüppelten Weg gewählt. Ich glaube, ich muss, entschuldigt bitte, dass das jetzt schon wieder so verpeilt hier alles abläuft. Aber ich glaube, dann laufe ich jetzt lieber so. Die Kiste kann ich ja dann mitnehmen. Und dann fange ich jetzt wirklich so, wie ich das normalerweise auch kenne, über den rechten Weg an. Hier sind wir ja gewesen. Genau, ich werde mich jetzt einfach in Richtung Wissensstein hinbegeben. Ich glaube, von der Wissensstein-Serie hier in Apotüre wissen wir auch noch gar nicht, was wir als Belohnung kriegen. Das hatte ich mir, glaube ich, im Menetüre mal angeguckt, aber eher durch Zufall. Woran lag denn das nochmal? Ach, das lag daran, dass ich dachte, dass ich irgendwie einen Text weggedrückt habe, ne? Bei dem einen Wissensstein und dann nochmal nachgucken wollte, ob ich wirklich irgendwie Text verpasst habe. Aber wow, was ist das denn? Aber das war nicht der Fall. Adessa, oh mein Gott. Stein des Sommers. Den möchte ich noch mitnehmen. Ich werde dann aber danach direkt kehrt machen. Wow, ey, was für ein pompöser Eingangsbereich. Ich freue mich so mega drauf. Aber ich freue mich auch total auf Rat hier. Aber erstmal hier. Die Blüten erblühten und alle Weiden trauerten. Hört uns, Erstgeborene. Hört uns, Fleischerne. Ohn verzichtet auf seinen Thron für ein Bett aus Krähen. Euer Volk sucht noch immer nach Ohns Leiche, verloren in den Marschen. Ihr durchkämmt den Sand nach dem Talisman des Schicksals, wo er doch bereits euer ist. Die Gärten von Ysa sind Sommer. Die Tuatha De On, das entropische Vermächtnis. Lernt das Wesen Ysas und Ohns kennen, sollte der verdorrende Krieg zurückkehren. Okay. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Wir sind komplett mit dem Sommerset. Ja, wow. Coole Sache. Lass uns mal direkt schauen, was wir dadurch für einen Vorteil einheimsen. Ich glaube, die Sommer- und Dingssachen, die waren ganz unten, oder? Kann das sein? Ach, mit Frühling sind wir auch durch. Ja, guck an. Wusste ich gar nicht mehr. Und hier bekommen wir Lebensgeneration. Lebensregeneration. Alles klar, coole Sache auf jeden Fall. Hallo Adessa. War schön, mal so ein ganz kleines bisschen Adessa-Luft zu schnuppern, aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen was mitzunehmen. Und Adessa oder Rat hier? Ich bin mir sehr, sehr unschlüssig, aber ich weiß, ich würde ja einen guten Grund haben, dass der ein oder andere immer so drauf drängt, erstmal Rat hier aufzusuchen. Deswegen werde ich das machen. Bei Rat hier oder mit Rat hier assoziiere ich halt so ein bisschen so einen negativen Kram, weil ich halt extrem keinen Bock habe auf die ganzen Diebstahlmissionen, von denen ich ja weiß, dass die da auf mich warten. Aber ich glaube, das wird mir echt wieder überhaupt gar keinen Spaß machen. Wobei ich jetzt natürlich, hä? Ihr seid so weit weg und habt mich so weit aus der Ferne gesehen. Na, ihr seid ja mit gutem Augenlicht bestückt. Holla, die Waldfee. Ja, streut doch noch weiter auseinander. Ach, die lebt da noch. Okay. War's das jetzt? Ja. Ich dachte, es braucht noch jemand Aufmerksamkeit und irgendwie
Ja, Konfrontation. Nee, aber ich hoffe, dass dieser erhöhte Verstohlenheitswert, den ich ja seit der letzten großen Questwelle, die da irgendwie mit Diebstahl und so zusammenhing, dass mir das irgendwie das Leben ein bisschen erleichtern wird. Ich weiß auch schon wieder gar nicht mehr, wie das geht. Also das Lachlans Robe. Ich glaube, von Lachlan hatten wir schon mal irgendwas. Wow. Ey, Leute, ganz ehrlich, warum ist denn die so gut? Die ist echt gut. Guck dir das mal an. Ich finde die Boni jetzt zwar nicht so geil, weil das schon wieder gar nicht spezialisiert ist, sondern so alles irgendwie so damit inbegriffen ist, aber die Robe an sich ist gar nicht so schlecht. Ich habe alle Geheimnisse Vrekors gemeistert, prahlte Lachlan. Diese Relikte wurden in seiner Asche gefunden. Die Götter lassen sich nicht verspotten. Ich rüste das mal kurz aus. Ey, wie geil ist diese Rüstung denn bitte? Ich glaube, das ist die schönste, die Gerda jemals getragen hat. Und wisst ihr, was das Geile ist? Sogar ihre Haarfarbenanpassung und ihre Schminke passt immer noch ganz wunderprächtig dazu. Eigentlich ist das andere, glaube ich, besser, wegen den Boni auf Zauber. Aber ich finde das so schön. Nee, ich will, dass sie das jetzt trägt. Ist mir egal, ob das andere jetzt vielleicht besser ist oder nicht. Ist eh alles Geschmackssache. Ich finde das ja auf jeden Fall cooler. Ja. So, nehmen wir alles mit. Da oben ist der nächste Wissensstein. Ich weiß gar nicht, wie viel es in Apotüre gibt. Wow. Ich bin der totale Fan dieser Rüstung. Das sieht so mega geil aus. Ich bin so total hin und weg. Kriege schon wieder voll die Mädchenanfälle. Ja, unser Gesicht gefällt dir nicht, aber hoffentlich unsere Rüstung, ne? Die darfst du jetzt nicht beleidigen. Obwohl, unser Gesicht eigentlich auch nicht. Was soll denn der Scheiß? Vor allen Dingen, wenn wir das hier irgendwie selber so eine Gesichtsgrätschen um die Ohren hauen, ja? Gerda ist mal voll hübsch. Nichts gegen Gerda. So. Ja, können jetzt leider nichts mehr erwidern. Hab umsonst gewartet. ja. So, gut. Dann gucken wir uns jetzt mal hier weiter um. Das packe ich mal direkt in den Plunder. Auch wenn die Grundwerte gar nicht so schlecht waren, aber da war mir zu wenig Beweglichkeit drin im Sinne von Anpassungsmöglichkeiten. Woher kommen die denn hier immer? Überblicke ich irgendwie nicht so ganz. Sind die eigentlich stark? Ich glaube, ich habe hier gerade irgendwie... Ich gehe hier gerade mit so einer sehr gefährlichen Leichtigkeit in die Kämpfe. Oder habe ich zwischenzeitlich wieder auf normal geschaltet? Nee, ich spiele auf schwer. Warte mal, bevor du jetzt wieder abhaust... Achso, du bist nett. Oh, okay, alles klar. Nein, ich wollte keine Unschuldigen bedrohen. Das, lag mir jetzt nicht so im Sinn. Wo ist denn hier eine Kiste gewesen? Ja, eher ein Schatz, ne? Ja, das Häufchen war es. So, Schattenprisma. Alles plundern. Nichts brauchen wir hier. Apotyrestein. Ein drittes Mal wollte der Vogel gehen. Wegekuckuck, du hast mir so sehr geholfen und ich danke dir. Doch ich möchte dich um noch etwas bitten. Du bist ein fähiger Jäger und ich bin immer so hungrig. Du verwendest deine Flügel nie zum Fliegen. Lass mich sie haben, damit ich jagen kann wie du. Der Wegekuckuck sagte, ich habe dir meine Stimme gegeben und dich mit meiner Arbeit geschmückt. Nun willst du mir noch meine Flügel und meine Freiheit nehmen? Du verlangst zu viel, Klapperschlange. Ich werde dir nicht mehr helfen. Okay. Ja, kann ich irgendwo verstehen, auch wenn die Klapperschlange natürlich sehr nett nachgefragt hat, aber die Moral von der Geschichte wird bestimmt irgendwie sein, dass die Gier der Schlange irgendwie bestraft wird oder so. Ach, guck an, Sonnenlager. Was haben wir hier? Skoriamine. Habe ich ja noch gar nicht freigedingst hier. Da muss ich mal eben kurz schnell hinlaufen. Obwohl, nee, wir gehen erstmal die Ränder ab. Wir laufen erstmal die Ränder ab. Sonnenlager, jawohl, sehr schön. Dann haben wir jetzt Mondlager, Sternlager, genau, und Sonnenlager. Gibt es noch mehr? Also so spontan würden mir jetzt keine einfallen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal erfahren haben, wie viele es insgesamt gibt und was ist hier? Kaverne der Verurteilten. Und hier ist irgendein Händler im Hauptquartier Motors Bergbaugesellschaft. So, warte mal, ich will mal kurz gucken. Ja, das ist eingezeichnet, sehr schön. Das Ding hier aber nicht, dann gehen wir da direkt rein. Hallo, Hogni.
Ihr solltet hier nicht herumschnüffeln. Na los, verschwindet. Aber hier riecht so gut. Ich schnüffel gerne hier rum. Wer bist du denn? Die Arbeit hier unten in Apotüre ist die beste, die ich je hatte. Ich muss einfach nur von morgens bis abends hier rumstehen und dafür sorgen, dass dieses Gesindel draußen bleibt. Das könnte sogar ein Boggart. Und genau aus dem Grund finde ich diese Arbeit voll scheiße. Aber wenn du deinen Spaß dran hast, dann ist das gut. Was kannst du mir über Apotüre sagen? Die Gnome haben den Ort in seine Einzelteile zerlegt und sind mit ihrer Beute verschwunden, bevor sich der aufgewirbelte Staub widerlegen konnte. Sie haben sich alles genommen und nichts zurückgelassen. Okay. Gefängnis von Weißfels? Wir haben die üblichen Trinker, Diebe und Mörder. Die meisten von ihnen stammen aus Weißfels, aber ein paar kommen auch aus den umliegenden Minen. Es ist bedauerlich, dass ihr nicht hinein dürft. Ihr könntet vielleicht die ein oder andere nützliche Fähigkeit lernen, was man eben so braucht, um in Apotüre zu überleben. Ey, Gerda ist so hübsch, oder? Also ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack treffen, aber ich mag ihr neues Design total gerne. Ich habe mich echt schon total an den roten Haaren satt gesehen und ja, ich finde das voll toll. Und ich habe zur Kenntnis genommen, dass er meinte, dass wir drinnen was lernen können. Also es ist nicht so, dass ich ihm nicht zugehört hätte. Weißfels? Ich habe viele Dörfer gesehen, für die es keine Hoffnung mehr gab. Aber keines war so sehr am Ende wie Weißfels. Es wäre besser, es einfach dem Staub zu überlassen. Geht jetzt. Kann es denn, dass Weißfels diese eine Ecke ist, die da so ein bisschen abgeschottet war mit den ganzen Auftraggebern und so? Das werden wir vielleicht in dieser Folge noch rausfinden. Ich habe jetzt mal den Prismär-Dietrich genommen. Nicht, weil jetzt Mittel mega schwer ist, sondern weil wir einfach ein paar davon haben. Und das nicht schlimm ist, wenn die sich irgendwann aufbrauchen so. Ich brauche die halt nicht. Die werfen kaum Kohle ab. Ich krieg auch so irgendwie alles geknackt, was ich knacken will. Aber ja, wenn man Zeit sparen kann. Warum nicht? So, kann es sein, dass das hier alles ein bisschen größer aufgebaut ist? Komme ich hier rein? Okay. Kriege ich Ärger, wenn ich das mache? Obwohl, in der Zelle ist ja niemand drin. Deswegen sollte ich darüber auch erstmal nicht nachdenken. Das ist ja fies. Habt ihr diese Stolperdrähte hier für mich hingebaut? Ich würde so lachen, wenn so eine Wache da mal selber reinlatschen würde. Aber die sind wahrscheinlich übervorsichtig. Weiß. Findest du? Mir ist gerade eher ein bisschen kühl, muss ich sagen. Ich werde, wenn ich die nächste Folge aufnehme, mir einen kleinen Pulli oder irgendwas drüber ziehen. Aber ich bin sowieso ein bisschen frostbeulig veranlagt, deswegen. Ja, aber das sagt natürlich nichts darüber aus, wie die Temperatur hier in Weißfels aussieht. Mal gucken. Ja, kann ich, glaube ich, alles entbehren. Nichts Lilanes drin gewesen oder so. Mich nervt halt nur wieder die Truhe, die da jetzt eingezeichnet bleibt. So, und hier komme ich jetzt nicht weiter, oder was? Aber die kann ich komischerweise knacken. Ha. Okay. Ich habe mir das jetzt eigentlich nach dieser Einleitung von dem Hogni oder wie der da draußen hieß, dachte ich, dass wir jetzt hier voll die Gefangenen antreffen, die uns irgendwelche Talentbücher oder so schenken oder die uns irgendwie ausbilden können. Hey. Aber hier ist ja richtig tote Hose, was? Hey, wenn wir uns prügeln würden und ich dir aufs Maul hauen würde, würde auch keiner deine Hilfeschreie hören. Ist dir schon klar, oder? Aber wir sind ja nett. Wir machen ja sowas nicht. Mm-mm. Ja, trotzdem voll langweilig hier. Die Zeit hätte ich mir auch sparen können. Ich will meine Prismär-Dietriche zurück. Püh. Voll die Verschwendung hier alles. Aber egal. Ich muss mir einfach immer einreden, wir müssen nie wieder hierhin zurück. Alles gut. Ich kann forever einen Haken hintersetzen. Leute, nicht wundern. Ich, ja, gerne immer, auch wenn ich lange geschlafen habe. Das ist nicht immer bei mir ein Indiz für Müdigkeit. Genauso wie mein Magen ganz oft immer knurrt, obwohl ich gar keinen Hunger habe, so wie das jetzt gerade auch passiert. Ja, ich hätte schon Hunger, wenn man mir jetzt irgendwie so ein Steak vor die Nase setzen würde, aber ja, ich hätte jetzt nicht dran gedacht, wenn mein Magen mich nicht daran erinnert hätte. Dieses Symbol da oben mit dem Auge. Mann, ich wollte gerade hier voll philosophische, interpretatorische Ansätze für die Symbolik dieses Gebietes hier ausarbeiten, ja. Das hat aber auch echt ein scheiß Timing. So. Ich glaube, ich sollte mir bei einzelnen Gegnern vielleicht auch mal angewöhnen, irgendwie den hier zu machen. Also diesen ganz normalen Schuss.
Ja, mal gucken, vielleicht erinnere ich mich beim nächsten Mal dran. Ist das irgendwie das Symbol von, nein, ich wollte die Leiche ausnehmen. Ich wollte fragen, ob das das Symbol von Adessa ist, aber ja, keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall einen Auftraggeber. Ruin Imas. Ruin heißt das Pferd aus Darksiders. Da ich ja immer noch Evil Bloody Eyes Let's Play dazu verfolge, ist das gerade voll omnipräsent in meinem Hinterkopf. Wird das wahrscheinlich in einem Jahr auch wieder vergessen haben. Ey, was sind das bitte für geile Kisten? Die Farbe finde ich jetzt nicht so geil, aber an sich voll schön gemacht irgendwie. Schlüssel zur Villa des Bürgermeisters. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zur Villa des Bürgermeisters von Weißfels, die zu unbekannten Kammern und Gängen führt. So, so. Gut, dass wir hier gewesen sind. Sehr schön. So, ach, Gujan Stebic. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Klingt so ein ganz kleines bisschen kroatisch, würde ich fast meinen. Okay, das ist jetzt ein Händler, aber das ist nicht der Auftraggeber. Na, schauen wir mal. Eine Fremde und keine Arbeiterin, eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen. Vielleicht eine Abenteurerin oder eine Deserteurin. Euer Blick deutet nicht darauf hin, dass ihr den Krieg gesehen habt. Also, was benötigt ihr? Kommt drauf an, was du anzubieten hast. Erstmal möchte ich wissen, wen ich hier vor mir habe. Meine Zeit bei der Motos Bergbaugesellschaft hat mich vieles über die Trankherstellung gelehrt. Ich verbringe einen Großteil meiner Freizeit, indem ich mit neuen Reagenzkombinationen experimentiere. Okay, also der Fokus wird dann wahrscheinlich eher so auf Alchemie-Trankedöns liegen. Ist jetzt nicht so mega interessant für mich. Was kannst du über Adessa sagen? Diese Stadt wurde mit einem einzigen Ziel errichtet. Dem Erhalt des Wissens. Dieses Streben ist wichtiger als alles andere. Okay. Also jeder Satz zu diesem Thema macht mich nur noch neugieriger. Motos Bergbaugesellschaft? Ich kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie nach ergiebigeren Erzadern suchen. Aber es ist dennoch enttäuschend, dass Sie es nicht für nötig erachten, meine Position aufrechtzuerhalten. Was ist denn deine Position und warum kann man die nicht mehr wertschätzen? Wurdest du ersetzt oder was? Tränke? Ich wage es nicht, diese Tränke selbst auszuprobieren. Aber ihr könnt mir gerne welche abkaufen, wenn ihr möchtet. Was für ein Verkaufsargument. Also ich würde die nicht mal mit der Kneifzange anfassen, aber ihr könnt die gerne ausprobieren und dafür auch noch bezahlen. Ja, wundervoll. Dann gucken wir mal. Also für mich ist eigentlich immer nur interessant, irgendwas, was unsere Flüche zum Beispiel heilt. Aber das scheint er nicht anzubieten, es sei denn, ich habe das gerade irgendwie übersehen. Einfacher Phasengang. Oh, ich darf mir seine sensible Ware nicht ansehen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Okay, ja, dann werde ich jetzt hier mal erst noch ein bisschen Plunder verscherbeln und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der ist irgendwie voll nett. Was ist denn das hier? Warum macht denn hier nicht mal jemand sauber? Ist doch voll... unschön, wie ihr jetzt hier irgendwie haust. Och, ich meine, auch wenn das nur euer Arbeitsplatz ist, aber trotzdem kann man doch irgendwie ein bisschen ansehnlicher ausgestalten, oder? Okay. Da gehen wir gleich nochmal hin. Dafür habe ich ja auch wieder noch ein Prismär-Dietrich übrig. Ich finde, das sieht irgendwie total schön aus. Wie diese Kuppel einfach mal voll toll zu dem Design dieser Kiste hier passt. Also ist das irgendwie... Guck mal, und sogar die Möblierung. Und was soll das sein? So ein bisschen aus wie eine Kanne. Hat aber keinen Henkel. Nee, das wird eigentlich wahrscheinlich einfach nur so ein Behältnis von irgendwas sein. Das ist irgendwie faszinierend. Wenn das nicht so heruntergekommen wäre mit den ganzen Spinnennetzen und so, könnte man das hier fast als... so kleinen magischen Schatzraum oder so. Also Schatzraum im Sinne von, hier ist bestimmt voll viel Wissen verborgen und so betiteln. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Die offizielle Schriftstück wurde angestellten. Kennen wir das schon? Ich glaube nicht. Qualität schlecht. Produktion der Städte im letzten Monat überprüft. Erfolgreich abgetragene Roherz mit für die Abtragung benötigten Felsen verglichen. Sowas ähnliches hatten wir auf jeden Fall schon mal. Das hier nehme ich mal mit, auch wenn ich Gefahr laufe, das jetzt doppelt und dreifach zu besitzen. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann diese Kompendien, wenn das der richtige Plural sein sollte. Vielleicht haben wir die dann irgendwann bald zusammen.
Gleiches gilt dafür. Haben wir das schon gelesen über Glutaugen? Ich weiß das nicht. Ich werde das alles erstmal bunkern und eure Rückmeldungen abwarten. Also wenn ihr irgendwas davon sehen möchtet, dann bitte in die Kommentare rein damit. Weil wenn ich das jetzt vorlese, laufe ich Gefahr, dass ich das doppelt, falls wir das schon mal hatten. Die Motus Bergbaugesellschaft sucht euch. Okay. Potenzieller Angestellter. Die Motus Bergbaugesellschaft stellt alle fähigen und erfahrenen Hauer, Grubenarbeiter, Kohlefrauen und Lademeister für die Minen in Detyra ein. Wenn ihr diesen Brief erhalten habt, wurdet ihr als potenzieller Angestellter ausgewählt und geltet als berechtigt, sofort unter einem provisorischen Vertrag die Arbeit für die Motus Bergbaugesellschaft aufzunehmen. Bitte bringt diesen Brief zu einem Vertreter in eurer Nähe, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ihre Motus Bergbaugesellschaft. Ja, keine Ahnung. Nehme ich mal mit. Und vielleicht können wir es irgendwann gebrauchen. Ansonsten werde ich das bei meiner nächsten Offscreen-Verkaufssession irgendwie wieder loswerden. Dieser Ort ist so schön. Ich finde das so traurig, dass der so verkommen ist. Warum kümmert sich denn keiner hier rum? Vielleicht kann der mir ein bisschen mehr sagen. Ich meine, der hat ja immerhin auch eine Aufgabe. Vor allen Dingen sein Vorname repräsentiert diesen Ort doch echt perfekt, oder? Was ist los? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Falls ihr aus dem Dorf kommt, könnt ihr Bürgermeister Eswin ausrichten, dass ich an keinen weiteren Abmachungen interessiert bin, die er mir eventuell vorschlagen möchte. Diese Entdeckung gehört allen und sie wird nicht dazu dienen, den Absichten eines Einzelnen zu helfen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich weiß, wovon du redest, aber du kannst mir erstmal was über dich erzählen. Ich war ein Scholar der Motus Bergbaugesellschaft. Einer von sechs. Vier der anderen starben an den Folgen giftiger Dämpfe. Und der letzte nahm sich in der Schlangenschlucht das Leben. Hat sich die Taschen mit Tyrenium vollgestopft und ist versunken wie ein Stein. Jetzt gibt es nur noch Guyan und mich. Wir tun, was wir vor Jahren in unserer Ausbildung gelernt haben. Das ist kein übles Leben. Allerdings macht das Rattenfleisch nicht satt. Oh weia. Na, der hat ja schon viel Scheiße erlebt. Ich weiß nicht, ob ich da noch so entspannt sein könnte, Apotüre. Ich werde die Scham über das, was hier passiert ist, mit ins Grab nehmen. Aber ich will nicht mehr darüber reden, sondern unsere Fehler bereinigen. Eine sehr löbliche Einstellung auf jeden Fall. Was kannst du mir über Guyan erzählen? Mein engster Vertrauter hat sich der Untersuchung der dunkleren Mysterien der Welt verschrieben. Er ist unten. Ich habe ihm dort ein Labor eingerichtet, nachdem sie ihn aus Odessa verjagt hatten. Irgendwie mag ich euch beide. Und die Gesellschaft? Motus ist nicht die einzige Bergbaugesellschaft in Odessa, aber die einzige, die zählt. Unsere Effizienz ist so legendär wie unsere Gleichgültigkeit gegenüber Menschenleben. Der bringt das aber schon ein bisschen zynisch auf den Punkt, oder? Aber ich finde es toll, dass er nicht um den heißen Brei redet, sondern einfach mal Tacheles redet. Wovon redet ihr da? Ihr meint, ihr gehört nicht zu diesem Narren Ealfelm? Wenn das wahr ist, könnte dieses Treffen für uns beide eine Gelegenheit sein. Sagt mir, habt ihr jemals von Kulminit gehört? Selbstverständlich nicht. Und zwar, weil ich es entdeckt habe. Es ist ein neues Erz, das das Potenzial besitzt, der kostbarste Rohstoff zu sein, der in dieser Region je entdeckt wurde. Stellt euch nur mal vor, was geschehen würde, wenn ich ein reichhaltiges Vorkommen nachweisen könnte. Motus würde die Minen wieder eröffnen. Es gäbe wieder Arbeit in Weißfels. Apotüre würde wieder leben. Ja, und woran scheitert es aktuell? Ich werde euch helfen. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Die wenigen Fortschritte, die ich mache, kommen hier am Arbeitstisch zustande. Ich brauche jemanden, der schnell und findig genug ist, um für mich in die Welt hinauszugehen. Durchkämmt Apotüre, durchsucht die tiefsten Minen und jede aufgegebene Grabungsstätte. Ich bin davon überzeugt, dass sich dort Kulminitvorkommen finden lassen. Ich glaube an euch, meine Liebe. Dankeschön. Also ich meine, das haben wir ja alles noch vor uns, deswegen passt das timingtechnisch eigentlich ganz gut. Wo sind die Erzvorkommen? Meine Nachforschungen deuten darauf hin, dass die Ader unter ganz Apotüre verläuft. Ich würde deshalb in den Minen suchen. Aber natürlich seid ihr diejenige, die bestätigen wird, ob meine Annahmen korrekt sind. Wie böse Gerda guckt, als ob sie sich so denkt, wenn ich das Zeug finde, dann werde ich dich im Anschluss mit Haut und Haaren auffressen und dich mit einem bösen Fluch belegen. Ja, wahrscheinlich andersrum. Von der Reihenfolge her. Nee, aber cool. Das müssten wir ja dann quasi bei der Erkundung der ganzen Ecken und Minen hier, die sowieso bevorstehen würde, ja, können wir das quasi auf dem Weg dann mitnehmen. Finde ich gut. Passt mir gut in den Kram. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, was wir hier noch haben. Oh. Okay. Muss ich jetzt Angst haben?
Ich hatte nicht gedacht, dass das jetzt mit einem kompletten Gebietswechsel einhergeht, aber so lernt man halt nie aus. Ich dachte, jetzt kommt hier voll der 0815-Keller in Form eines Raumes, aber das hätte ich ja auch auf der Minimap dann erkennen können, ne? Eigentlich ist das doof, dass ich mich davon überraschen lasse. So, ja, der hat automatisch gespeichert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was haben wir hier für Gegner? Okay, die gehen noch. Die gehen noch, wenn es denn die einzigen bleiben. Die Einschränkung jetzt hier mit dem ollen Fluch, den ich die ganze Zeit mit mir trage, finde ich jetzt gerade irgendwie gar nicht so schlimm. Weil bisher hatte ich auch keine Probleme mit meinem Mana-Haushalt, deswegen bin ich da gerade relativ gechillt. Das darf auch gerne so bleiben. Ey, da bin ich gerade voll geil ausgewichen, oder was? So, der hat mehr als gut gesessen, will ich meinen. Vielleicht noch einer hinterher. Jawohl. So muss das. Das haben wir gut gemacht, Gerd, ne? Finde ich toll, dass du auch mitgemacht hast. Guck mal, der verneint das voll mit seinem Kopf. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt hält er die Klappe, weil er Angst hat, dass ich nochmal nachtrete. So sind sie, die Vergorter. Hier kommen wir auch rein. Sehr schön. Und schon wieder ein Prismär, Dietrich. Na, das ergänzt sich doch ganz wunderbar hier gerade. So, dann haben wir in der gegenüberliegenden Zelle noch was. Ich werde mal ganz oberflächlich immer hier noch reingucken. Nicht, dass da irgendwie so ein Skelett oder sowas liegt, aber selbst wenn. Ja, ich weiß gar nicht, wovor ich eigentlich Angst habe. Also entweder so ein mega seltenes Item liegen zu lassen, also so ein lilanes oder gelbes, oder eine Notiz. Also irgendwas, was uns vielleicht Hintergrundinformationen bringt, weil bei Quest-Items braucht man ja nichts zu befürchten, ne? Die werden ja über diesen Kringel auch dargestellt. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Ah, ne, das ist ein Alchemielabor. Ich dachte gerade, das Symbol würde uns zeigen, dass da noch jemand steht, ein Händler oder so, aber nö. Was ist das hier? Fallen. Ist ja frech und das sind auch nicht wenige. Guckt euch mal die Minimap an. Gar nicht mal so ungefährlich. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Wir haben ja aktuell auch keine Mission, die irgendwie mit diesem Ort hier zusammenhängt. Ich will mal erstmal alle Fallen abdingsen. Also entschärfen, meine ich damit. Ich glaube, das hier ist die Jackpot-Truhe, oder? Das kommt trotzdem in den Plunder. Das nehme ich mal erstmal mit. Ich glaube, das wird am Ende auch im Plunder landen, aber vielleicht, ja, muss ich gucken. Da muss ich gucken. Aber eigentlich voll unspektakulär. Aber immerhin ist der Ort nicht so mega umfangreich gewesen. Das hat mich ja an Minetüre gestört. In diesen zwei riesigen Dungeons, wo wir irgendwie gar nichts machen konnten. Die uns aber trotzdem ewig lange beschäftigt haben, ja. Wenn du dann fast einen ganzen Part irgendwo rumdübelst in irgendwelchen Ecken, ohne dass da irgendwie was Tolles passiert, dann ist das schon etwas beschämend. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erst anspreche, aber als ich anfing, das hier auf schwer zu spielen, da lag ich ja so ein bisschen dem Irrtum, dass es auch sehr schwer geben würde. Und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass man, wenn man das Spiel einmal durchspielt, den höchsten Schwierigkeitsgrad erst freischaltet. Und dann muss ich direkt an Castlevania denken, weil das da eben genauso ist. Und ja, damit hat sich das dann für mich auch erledigt. Weil ich habe irgendwo in meinem Hinterstübchen das wahrscheinlich in Erinnerung gehabt. Vielleicht habe ich es auch mit Castlevania Lords of Shadow verwechselt, keine Ahnung. Aber ja, nee, also sehr schwer. Ich verzehre mich nicht danach, sagen wir mal so. Ich bin nicht traurig, dass ich die Möglichkeit jetzt hier gerade nicht habe. So, wie machen wir am besten weiter? Ich glaube, ich bleibe erstmal am Rand. Auch wenn die Mitte halt gerade so greifbar ist, aber ich habe keinen Bock, da in einem Zickzack zu laufen. Das würde wieder nur zur Folge haben, dass ich ständig wieder auf die Karte gucke. Wir machen jetzt erstmal den Rand komplett. Ich meine, viel fehlt da nicht mehr. Und dann arbeiten wir uns so ein bisschen zur Mitte vor. Oh, ey, wie die schon wieder rumwabert. Ich kriege voll Aggression, wenn ich immer diese ganzen gebannten Kisten sehe. Und ich kriege auch Aggression, wenn sich Gegner an mich heranschleichen müssen, ja. Kann ich ja gar nicht haben, so ein Scheiß hier. Mit mir kann man es ja machen, dass die Leute alle gar keine Angst haben vor Gerda, ja. Ich finde, seit sie so ihren Grim-Look hat mit der dunklen Schminke und so, sieht sie voll gefährlich aus. Aber, naja, die Leute bekommen ja ihre Quittung, wenn sie probieren, es mit ihr irgendwie aufzunehmen. Nein, nein, nein. Sag mal, ist das irgendwie schwieriger geworden? Ich habe in letzter Zeit irgendwie voll das unglückliche Händchen, das kriege ich niemals hin. Mm-mm. Doch.
Weil diesmal, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber manchmal kannst du, wenn du einmal so einen Knubbel verpasst, geht der noch einmal rum und du kannst den Knubbel korrigieren und dann reicht es. Und manchmal reicht das eben nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, habe ich das System noch nicht so ganz begriffen. Aber egal, Hauptsache wir haben den Kisteninhalt. Habe ich den überhaupt gerade mitgenommen? Ja, habe ich, okay. Ich habe nämlich schon in diesem Let's Play die eine oder andere gebannte Kiste liegen lassen, ja, wo ich mir auch immer wieder denke, wenn ich das dann so in den Kommentaren lese, was zum Teufel tust du eigentlich? Untersuche Grab von Egar Dulfred. Hier ruht Egar Dulfred, Bergarbeiter, Vater, getötet von den Wassern der Schlangenschlucht. Möge Mitaro ihm Rast und Frieden schenken, wie die Obrigkeit es befiehlt. Okay, es wird also befohlen, ihm was zu schenken zu seinem Tode, ja. Horsa Triodik. Hier ruhen Horsa Triodik und ihr ungeborenes Kind, Opfer des giftigen Schlangenschluchtflusses. Seid verdammt, Motus. Jawohl, das tut mir echt alles total leid. Tine Grasta. Meine Knochen mögen unter diesem Sand liegen, aber meine Seele ist bei den Schwalben, Sankt Eadrik. Wir lieben dich, Tine. Ich finde das irgendwie so traurig. Und keiner kümmert sich drum und legt hier mal Blumen ab oder so. Das ist echt kein schöner Ort, um begraben zu werden, oder? Egar Golfred, wir werden dich immer vermissen, Egar. Die Sonne über Apotüre war heller, als du noch bei uns warst. So schön. Ich hoffe, dass ich nie in die Situation kommen werde, aber das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, für einen geliebten Menschen irgendwie mir Gedanken machen zu müssen, was ich auf dem Grabstein drauf haben möchte. Grab von Hamaskoria. In Gedenken an Hamaskoria, Gattin, Mutter und Tante, möge der Schöpfer dir bei deinem endlosen Schlummer Frieden gewähren. Jawohl. Bin zwar nicht religiös, aber ich bete gerade innerlich für euch. Also in Form von Gerda, ne? Hier ruht mit Biodit, Bergarbeiter, Vetter, Dichter, getötet von den kaltblütigen Zynrik-Flegeln. Mögen sie verdammt sein. Möge Mitaro ihm Frieden schenken. Jawohl. Ich meine, immerhin haben die so einen Schrein hier bei sich in der Nähe. Aber ich finde den Ort trotzdem irgendwie unschön, um begraben zu werden und seine letzte Ruhe hier zu finden. Aber als Toter kann man sich das halt nicht so wirklich aussuchen, ne? Aber so einen richtigen riesigen Friedhof haben wir hier in Kingdoms of Amalur auch noch nicht gesehen, ne? Immer nur so kleinere... ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, Dorffriedhöfe, kann man das so sagen? Aber das hier grenzt ja nicht mal an irgendein Dorf an, das ist ja das Traurige. Es ist wirklich irgendwie so mitten in der Pampa, wo wahrscheinlich eh keiner hingeht, weil das viel zu gefährlich ist. Ach, guck an, hier kommen wir also zu den Eratel-Ebenen. Warte mal. Wie soll das denn gehen? Wo komme ich denn da hin? Ich will mir das mal ganz kurz angucken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Weil eigentlich kommt man doch immer genau da raus, wo man das auf der Weltkarte auch sieht. Und die Ecke, die sie jetzt angesteuert hat, die war laut meiner Erinnerung nicht begehbar. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Wow, lang ist das her. Aber mit Eratel sind wir durch. So, komm mal, noch mal ein bisschen grün scannen und so. Ist aber auch schön. Ach, ich weiß nicht, das Spiel ist generell so schön gestaltet. Ich meine, wenn man so wirklich viele Folgen am Stück schon in die Türe rumlungert, empfindet man das immer als angenehm. Aber genauso hatte ich, als wir ewig lange in den Eratel-Ebenen rumgewuselt sind, hatte ich dann irgendwie auch voll den Wow-Effekt, als wir dann in die Türe angekommen sind. Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Jetzt sind natürlich die ganzen Gegner respawned. Na, super. Also von mir aus brauchen die gar nicht auf uns aufmerksam zu werden. Aber was mache ich mir da eigentlich für falsche Illusionen? Alles vollkommen für die Katz. Ja, kommt doch mal ein bisschen näher ran hier. Ich will, dass sich mein Elektrizitätsverbrauch auch irgendwie lohnt, ja. Jetzt spendiere ich immer schon ein bisschen Energie und keiner will sie haben. Das finde ich ja fast ein bisschen traurig und unhöflich. Da ist noch irgendwer. Der olle Wolf. Der mir auch gar keinen Kummer mehr bereitet, jetzt wo ich weiß, dass ich den mit den Chakrams beackern kann. So reif und umsichtig bin ich schon geworden. Krass, oder? So, was haben wir hier? Okay, das wird... Warte mal, das wird Zungaschacht. Ist das ja auch? Ja, guck mal. Das wird wahrscheinlich von hier nach da rüberführen. Und da kommen wir dann auch an die Kiste ran.
Aktuell ist uns diese Option aber leider verwehrt. So, da haben wir einen Wissensstein. Kann es sein, dass das vielleicht sogar der letzte hier ist in der Gegend in Apotüre? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gerade auf der Karte nicht so wirklich gesehen. Erstmal die Kiste. Ja, unsere Chakrams sind einfach so geil, die wir aktuell haben. Ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis wir irgendwann mal überhaupt bessere finden. Apotüre-Stein. Die Klapperschlange wurde so zornig, dass Gift ihr Maul erfüllte. Sie schnellte auf den Wegekuckuck zu, doch der Vogel war zu schnell. Die Klapperschlange schrie ihm nach. Ich werde dein Nest finden, Wegekuckuck. Ich kann dich nicht töten, doch du kannst nicht alle deine Kinder retten. Deswegen sucht der Wegekuckuck nach der Klapperschlange. Und deswegen macht die Klapperschlange Jagd auf die Wehrlosen. Das ist ja scheiße. Also war die Klapperschlange von Anfang an scheiße gewesen, so. Also es hat sich ja irgendwie ein bisschen abgezeichnet. Aber ich mag das, ich mochte die Geschichte. Schade, dass sie jetzt zu Ende ist. Und so ein wirkliches Happy End hatte sie ja auch nicht, wa? So, dann lasst uns mal gucken, was uns diese Apotüre-Wissensteine jetzt einbringen. Nee, Männertüre. 4% Leben. Ja, süß. Ist zwar nicht so mega viel, aber immerhin etwas, was nicht vollkommen sinnlos ist. Ich weiß gar nicht, was war denn das Sinnloseste, was wir bisher bekommen haben? Irgendwie so ein paar Sachen gab es schon. Ich habe jetzt irgendwie gerade kein Beispiel zusammen, wo ich gesagt habe, ja, ist nett zu haben. Aber wenn wir es nicht hätten, wäre auch nicht schlimm. Aber 4% ist halt relativ wenig. Zumal wir ja, wenn wir von 4% ausgehen, relativ wenig haben. Also an Gesundheit dadurch, dass wir einen Magier spielen. Und die Prozente sich wahrscheinlich kaum bemerkbar machen. Also zumindest, wenn ich so an die ganzen Gemmen zurückdenke, die ich damals immer eingearbeitet habe, als ich damit anfing, da gab es ja auch absolute Zahlen. Also plus so und so viel Gesundheit und Prozente. Und da sind die absoluten Zahlen meistens deutlich besser gewesen als, weiß ich nicht, 5% oder was da alles war. Kriege ich so nicht mehr zusammen. So, warte mal, hier kommen wir jetzt in die Stadt rein, genau. Beziehungsweise ins Dorf, ins Lager, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Ich werde jetzt hier nur gucken, dass wir noch ein bisschen was mitgenommen kriegen, damit ich eine gute Ausgangssituation dann auch fürs nächste Mal habe. So, also im Fluss ist auf jeden Fall noch was drin. Kann ich hier runterspringen? Nee. Warte mal, dann werde ich mir jetzt erstmal die Kiste hier oben holen, weil ich glaube, ich bin da vorhin an einer vorbeigelatscht. Ach, das wird wahrscheinlich hier oben auch auf der Holzkonstruktion sein, schätze ich mal. Oder? Oder versteckt sich das hier unten? Mann, jetzt geht mir hier nicht auf den Senkel. Der sich gerade voll auf den Hosenboden gelegt hat, habt ihr das gesehen? Mann, alter Schwede, jetzt geh mir nicht auf den Sack hier. Ich hab gerade, Mann, hä, was soll denn das, ey? Was ich wieder für ein mega verkacktes Timing hier gerade an den Tag lege. Wahnsinn. So, was hast du jetzt hier? Oh. Das ist eine epische Fassung. Ich sehe zum ersten Mal eine epische Fassung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, Gerda hat aber sowas von wieder eine neue Rüstung. Oh weia, wir haben so viele geile epische Gemmen. Oh, wie lange habe ich auf den Tag gewartet? Und das soll mega selten sein. Das habe ich ja damals noch gelesen, als ich anfing, mich irgendwie mit den Gemmen so ein bisschen irgendwie zu befassen und so. Ja, hammergeil. Aber ich liebe die Rüstung, die sie jetzt hat. Oh, ihr werdet direkt am Anfang des nächsten Parts zu sehen bekommen, ob ich da nochmal eine Änderung vollzogen habe. Ich werde das dann am Anfang der nächsten Folge auch nochmal aufgreifen. Oh, die schon wieder. Obwohl, jetzt wo ich weiß, dass die so geile Sachen looten können, darf das gerne so weitergehen. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Unsere erste epische Fassung, ey. Ich fasse es ja nicht. Und dann bekommen wir hier jetzt direkt noch ein niedernes Item. Das wird ja immer geiler. Was ist denn jetzt hier los? Bowies Gamaschen. David Bowie. plus 1 auf Schlösserkunde. Okay, können wir eh nicht tragen. Bowie war ein einfacher Dieb, der im Rat hier des vorarkanen Zeitalters zum obersten Agenten und Vollstrecker der Hand Lyrias aufstieg. Cool. Ja, geil, was wir hier so für hammercooles Zeug gerade mitnehmen können. Das gefällt mir. So, warte mal, direkt vor unserer Nase sind wieder ein paar Schätze. Wow, ich glaube, ich kriege das aber in dieser Folge alles gar nicht mitgenommen. Machen wir dann in der nächsten einfach weiter. Ich meine, ich werde das direkt im Anschluss aufnehmen, deswegen ist das halb so wild. Das hier nehmen wir mit. Boah, ey.
Richtig geil. Also das hier kommt jetzt in den Plunder, aber ich freue mich trotzdem mega über diese Rüstung. Ich bete gerade innerlich nur, dass sie halbwegs cool aussieht, weil ich habe, also was ich gar nicht mehr sehen kann, ist diese rot-weiße Rüstung. Also wenn die irgendwann mal wieder die beste werden sollte, ey, dann kotze ich erstmal im Strahl, ernsthaft. Das will ich nicht mehr sehen, daran habe ich mich jetzt so satt gesehen. Da muss ich Gerda wahrscheinlich irgendwie was vollkommen Abgefreaktes mit auf den Weg geben, indem ich ihr, weiß ich nicht, irgendwie eine Glatze verpasse oder so, damit da irgendwie ein bisschen visuell Abwechslung reinkommt und so. So, kriege ich die heute noch geknackt? Jawohl. Oh, Schuhe des göttlichen Griffs. Das wird ja echt sehr interessant hier. Der Zauberer Zelek widmete diese Relikte seiner Schutzgöttin Lyria, ein Initiant Vekrits. Klingt wie Sir Kreet. Tötete Zelek, schändete die Relikte und warf sie in eine Grube. Ja, und aus der Grube holen wir das gerade wieder raus. Also ich glaube, das wird jetzt nichts werden, was langfristig für uns irgendwie als Set in Frage kommt. Aber erstmal haben wir es. So, wie komme ich da jetzt runter? Oh, mein Magen knurrt so mega laut. Es tut mir voll leid. So, warte mal. Diesen Ort hier. Wir machen das so. Und da werde ich dann den Part beenden. Den würde ich gerne noch freischalten. Wenn er sich denn freischalten lässt. Ynadon-Schrein hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, da sind mir gerade wieder Gegner auf den Fersen. Ja, ich sehe euch doch auf der Minimap, ihr kleinen Spaten, ihr. So, sind nur Kobolde, alles gut. Das ist echt gefährlich, dass ich mit diesen ganzen kleinen Gegner-Mob so einfach zurechtkomme. Und sobald ein Gegner auch nur ein bisschen krasser wird, bin ich sofort total überfordert und krepiere direkt weg. Also da hatte ich jetzt wahrscheinlich in der Folge auch ein bisschen Glück, dass das so glimpflich ausgegangen ist. So, warte mal, einen Schatz gab es hier aber noch. Den möchte ich gerne mitnehmen, jawohl. So, gar nicht mal so schlecht. Stufe 10. Hätte das eine etwas höhere Stufe, dann wäre das vielleicht sogar ein Konkurrent für unsere aktuellen Chakrams gewesen. Oh, okay, ich hoffe, Gefahr, dass das jetzt hier wieder voll die Überlängenfolge wird, aber egal. Nehmen wir das jetzt auch noch mit. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, können wir das ja auch gleich machen. Ich mache jetzt mal Autoversuch. Hat nicht funktioniert. Nochmal, jawohl. Das nehmen wir mit. Das kommt in den Plunder. Das nehmen wir mit. Und wo ist jetzt die andere Kiste? Ah, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich innerhalb des Hauses. Aber einmal rumgelatscht und die Frage hat sich automatisch beantwortet. Ja, ich habe gerade voll den Prismär-Dietrich verschwendet. Ist mir egal. Die bedeuten mir nämlich überhaupt nichts. Und ja, dann kommen wir beim nächsten Mal von hier aus auch ganz gut über den... Ah, da muss ich auch noch hin. Bin ich hier nicht... Hä? Bin ich hier nicht gerade vorbeigelaufen? Keine Ahnung. Also Masterplan für die nächste Folge wird sein, diese restlichen Kisten hier zu holen. Die hier habe ich auch noch gar nicht freigeschaltet, ne? Die dann freizuschalten, das werde ich wahrscheinlich alles voll vergessen, aber deswegen mache ich das ja auch gleich. Und dann diese Stadt hier aufzusuchen und im Nachgang dann nach und nach die ganzen Minen und Schächte und was sich hier nicht so alles befindet mitzunehmen. Und dann gehen wir irgendwann nach Rathia und dann gehen wir irgendwann nach Adessa, aber dann sind wir wahrscheinlich auch schon 20 Parts weiter und das ist noch Zukunftsmusik, die aktuell keine Relevanz hat. Ich danke euch an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.